Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal bei einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge sind wir panisch weggerannt, vor allem was uns da entgegengekommen ist, und haben ganz kurz in der letzten Sequenz unseren neuen Endboss gesehen, würde ich behaupten. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Wir nehmen natürlich hier wieder ein bisschen Geglibber mit. In der letzten Folge war wirklich echt einiges los. Und geht direkt weiter mit so einem Krabbelvieh, Spinnenvieh. Ja, warum nicht? Warum nicht? Sind wir jetzt eigentlich wieder in der Klinik? Immer noch in der Klinik? Oder was ist jetzt hier los? Okay. Wir laufen einfach weiter. Und nehmen uns hier ein bisschen Geglibber mit und drehen uns gar nicht um und haben hier einen coolen Save Point, I think. Und ja, wir werden uns jetzt erstmal wieder beruhigen, speichern und sehen uns gleich nach dem Speichern und Aufleveln wieder. Damit wieder zurück hier. Wir haben jetzt quasi einen Schlüssel eingelöst und unsere Ausdauer verbessert. Und zwar auf eine höhere Stufe. Dass wir jetzt 8 Sekunden sprinten können, ohne dass er hier einen Anfall bekommt. Und ja. Haben wir eigentlich alles durchgeladen? Ne, wir haben noch nicht alles durchgeladen. Hier ist alles durchgeladen, da ist alles durchgeladen. Hier ist jetzt alles durchgeladen. Okay. Spider-Man oder was? Der neue Spider-Man? Spider-Man mit langen Haaren und ohne Klamotten? Ist überhaupt nicht unangenehm, so wenn die da so rein haschelt. Ja, genau, hier geht's runter. Kann ich sie eigentlich jetzt schon malträtieren? Also ein bisschen zumindest. Aber ich weiß nicht, ob das für der Lied ist. Für der Lied. Ich sehe doch jetzt schon kommen, dass wenn ich jetzt hier reingehe, der Tor sich schließt. Okay. Schließt sich nicht? Okay. Na gut. Ah, dann machen wir mal weiter. Ach, das war ja die! Das war ja die! Das war ja die! Nee, 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 okay, lauf einfach weiter, lauf einfach weiter! Lauf einfach! Scheiß auf die! Warum will ich die hier nicht nehmen? Ich dachte, die hätten wir schon hinter uns. Oh Mann. Nein, du lässt mich in Ruhe. Genauso wie du mich in Ruhe lässt. Bitte. Okay. Bin ich jetzt sicher? Seid ihr euch sicher, dass ich hier sicher bin? Ich sehe mich jetzt hier nicht so sicher. Und ein bisschen Geglibber mit. Geglibber. Okay. Okay. So, wir haben hier ein bisschen Stuff gesammelt. Wir müssen jetzt selber erstmal ein bisschen runterkommen. Weil es ein bisschen. Ist ein bisschen aufregend. Da kommt ein Fahrstuhl.
Why the fuck is Styles in Fahrstuhl? Ja, genau. Hallo? Was hat dieser Schalter jetzt gebracht? Ah. Hallo? Gehst du auch raus? Oder? Also ich kann nicht zurück und muss das Feuer da noch auskriegen. Und ich habe keinen Schimmer wie. Also von hier kommt der ganze Kram. Ah, lol. Wie? Kommst du da nicht ran? Muss ich da drauf schießen? Ah, lol. Okay. Ah, das ist doch gar keine... Hallo? Hallo? Ich hasse das, wenn diese Fuck-Ansicht nicht funktioniert. Oh! Da ist sie ja direkt vor meiner Nase. Da ist sie wieder vor meiner Nase. Da ist sie immer noch vor meiner Nase. Es wäre schön, wenn du ein wenig mehr Tempo machen könntest, Olle Castellanos. Ja, genau. Ja, was soll ich dazu sagen, außer ohne Worte? Ohne fucking Worte. Und jetzt? Ach so. Okay. So, ich hoffe, wir haben es jetzt halbwegs gelöst. Irgendwas habe ich noch vergessen umzustellen. Und ich weiß noch nicht, was ich vergessen habe. Das habe ich vergessen.
Ja, genau. Hallo, hallo, hallo! So, jetzt kann ich hier vorbeirennen. Und könnt ihr jetzt in den Fahrstuhl, richtig? Oder auch nicht. Ich dachte, wir hätten die Tante schon längst besiegt. Ja, drück den Knopf, drück den Knopf. Drück it. Und reiß hier alles ab, was geht. Ja, das sieht vertrauenserweckend aus. Ich weiß, wer du bist. Ja. Sebastian. Ja. Ich weiß, wonach du dich sehnst, was du fürchtest. Wirst du leben können mit dem, was ich dich tun lassen werde? Joseph konnte es nicht. What? Dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer. Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. Okay. Okay. Hallo? Warum fahren wir jetzt weiter runter? Und was meinte Rubik mit, ich werde dich benutzen? Was ist denn damit gemeint? Also ist jetzt Rubik... Also übernimmt jetzt Rubik quasi uns als Detektiv? Und wir fahren gerade sehr tief in den Keller. Und ja, Fragen über Fragen über Fragen über Fragen. Scheiße, schon wieder hier. What? Okay. Ich war doch mal die Haustür, oder? Okay, gut. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder ganz viel Spaß bei meiner kleinen Endboss-Szenarien, wo ich dachte, dass wir den Endboss X schon durch hätten, hier, die Spinnentante. Aber nee, bisschen gefrustet, weil ich natürlich auch ein paar Mal jetzt gestorben bin. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Lasst ein Like da, lasst einen Comment da und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert gerne unseren Channel. Und bis dahin sage ich erstmal reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing.